Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat gerade begonnen. Sicher, die Veranstaltung wirft einige wichtige Polemiken auf und wir verfolgen sie dieses Jahr zweifellos mit weniger Begeisterung. Aber das hat uns trotzdem Lust gemacht, auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, das unsere beiden Leidenschaften vereint, den Fußball und den Film. Denn Fußball wird im Film oft gespielt. Früher in Football der Lumière-Brüder oder heute in La Surface de Réparation. In echten Aufnahmen in Das Wunder von Bern oder als Animation in Höhlenmensch Fußball. Von Männern in Die Vollpfosten oder von Frauen in Kick It Like Beckham. Im Zeitraffer in Shaolin Kickers oder fast in Zeitlupe in Mikro und Sprit. In Italien in Pasolini, in Rumänien in Infinite Football, in Kanada in Starbuck, in Japan in Unsere kleine Schwester, in Argentinien in Glücklich vereint, in Brasilien in City of God, im Iran in The Traveler, in Afghanistan in Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, oder in Palästina in Göttlicher Intervention, eine Chronik von Liebe und Schmerz. Kurz und gut, Fußball sieht man im Film in rauen Mengen. Oft genug, dass wir uns dem Thema widmen können. Und warum nicht mit genau 100 Filmen? Na gut, das ist viel, aber andererseits haben wir bereits 18 aufgezählt. Zunächst haben zahlreiche Fußballstars in einem oder mehreren Filmen mitgespielt, wie Eric Cantona, Vinnie Jones oder Dominique Rocheteau. Es sind zu viele für eine Bestandsaufnahme. Darum nennen wir einfach Flucht oder Sieg von John Huston, der dafür bekannt ist, dass zahlreiche Fußballstars darin auftreten, wie der Engländer Bobby Moore, der Argentinier Oswaldo Ardiles oder hier der einzig wahre, der König Pelé. Where'd you learn to do that? When I was a boy. In Trinidad. Was noch? Nun, viele Dokumentarfilme sind dem Fußball gewidmet worden. Einige konzentrieren sich auf einen bestimmten Spieler wie Zidane, ein Porträt im 21. Jahrhundert von Douglas Gordon und Philippe Renault, in dem nicht weniger als 17 Kameras dem Spieler folgen und in dem man feststellt, dass ein Fußballspieler, sogar Zidane, im Laufe eines Spiels nur wenig den Ball berührt und auch, dass sich alles innerhalb weniger Sekunden aufhellen kann. Nennen wir auch einen Film, der zur gleichen Zeit gefilmt wurde, aber deutlich weniger spektakulär ist. Substitute, der mit zwei Kameras in 8 mm gefilmt wird und in dem Fred Poulet und Vikash Dorazou einen Film über Reservespieler bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland improvisieren. Ansonsten beschäftigen sich manche Dokus mit einer bestimmten Mannschaft. Zum Beispiel mit der Frauenmannschaft des Olympique Lyonnais, die Stéphanie Gillard in Les Joueuses filmt. Oder mit der französischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft von 98, die Stéphane Meunier in Les Yeux dans les Bleus filmt, mit einigen berühmten Umkleideszenen. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Vous allez perdre, les gars. Je vous dis, vous allez perdre. Vous avez pas de souci à vous faire. Wieder andere Dokumentarfilme interessieren sich für ein bestimmtes Spiel. Das gilt für Jacques Tati mit Forza Bastia 78 oder Festtag auf der Insel, der die Vorbereitungen des Europameisterschaftsfinales 1978 von Bastia gegen den PSV Eindhoven filmt. Eine Begegnung, die von einem heftigen Gewitter und einem überfluteten Rasen geprägt ist. Was noch? Nun, viele Filme malen sich den Aufstieg kleiner Fußballgenies aus. In Bando und der goldene Fußball erzählt Cheikh Doucouré von einem Champion, inspiriert von Salif Keita, der den ersten afrikanischen Ballon d'Or erhielt. Und in Schweden stellt sich Bo Widerberg in Fimpen der Knirps eine Geschichte über den blutjungen 6-jährigen Johan Bergman vor, der so talentiert ist, dass er mit den Großen spielt und konkurriert. Ansonsten erzählt Fabien Antoniant in 3-0 vom Aufstieg des ungarischen Wunderkinds Tibor Kovac, alias Laurent Deutsch, der im Gefängnis entdeckt wird und sich im PSG zu Ronaldinho-Zeiten durchsetzt.
Ronaldinho, den man hier als entscheidenden Passgeber sieht. Diese Filme sind oft wie Märchen aufgebaut, enthalten aber auch Misserfolge und Demütigungen. Wie in Goal, lebe deinen Traum, mit diesem mexikanischen Spieler, der für Newcastle spielt und sich an die Härte der englischen Liga gewöhnen muss. Außerdem kommt es im Schicksal der Fußballer auch zu Momenten des Zweifels, der Mühsal und der Minijobs, wie für Mitri in Comme un Lion von Samuel Collardet, der aus dem Senegal kam, um eines Tages Fußballstar zu werden. Was noch? Nun, der Film beschäftigt sich manchmal mit Spielerpositionen. Zum Beispiel dem Torwart in Die Angst des Tormanns beim Elfmeter von Wim Wenders, basierend auf der Geschichte von Peter Handke. Ein sichtlich müder und erschöpfter Torwart irrt hier bald in voller Existenzkrise durch die Nacht. Erwähnen wir auch Darry Cole als viel verrückteren Goalkeeper in Anton der Querschläger von Jacques Binoteau. Abgesehen davon geht es im Film noch um andere Berufe rund um den Fußball. Um den Talentsucher mit Benoît Poulvorde in Les Rayures du Sèvre, der die Stadien an der Elfenbeinküste durchkämmt. Oder um Spieleragenten wie Jean-Pierre Bacri in Mein Hund, der Fußballstar von Alain Chabat vor den Augen des Trainers Zinedine Zoualem. Das erinnert uns daran, dass viele Schauspieler Trainer gespielt haben, wie Eddie Mitchell in Le Petit Prince oder Will Ferrell in Fußballfieber Elfmeter für Daddy. Aber auch hier in The Damned United der ewige Gegner Michael Sheen, der Brian Clough verkörpert, den Trainer der Leeds United im Jahr 1974, der allerdings wegen permanenter Konflikte mit den Spielern nur 44 Tage auf der Bank sitzen bleibt. Well, I might as well tell you now. You lot may all be internationals. And have won all the domestic honors there are to win under Don Revy. But as far as I'm concerned, the first thing you can do for me is to chuck all your medals and all your caps and all your pots and all your pans into the biggest fucking dustbin you can find. Wir möchten außerdem von Jean-Paul Rouve alias Jeff Tuch sprechen, der sich in Die Tuchs mit Carajo nach Monaco als Trainer einer monégassischen Jugendmannschaft versucht. Avec Jeff Tuch, personne ne reste sur la. Aber auch von Dwayne Johnson in Fast and Furious 8, der seine Mannschaft in Rugby-Manier motiviert. Ja. Was noch? Nun, der Fußball ist ein Sport, der Menschen versammeln und versöhnen kann. Darum geht es am Ende von Die Anfänger von Pierre Salvadori, bei diesem Fußballspiel im Park mit Kindern, das die zerbrochene Bindung von François Cluzet und Guillaume Depardieu wieder kittet. Darum geht es ebenfalls am Ende von Laurent Cantès Die Klasse, bei diesem Fußballspiel zwischen Lehrern und Schülern. Ähnlich wie in Der Club der toten Dichter, bei diesem Moment der Verbundenheit zwischen Schülern und Lehrern zu Beethovens Ode an die Freude. Andererseits können Fußballspiele auch angespannter verlaufen, wie in Vincent, François, Paul und die anderen, in dem Streitigkeiten nichts Gutes verheißen. Und Fußball kann Menschen ausschließen, wie in Der Junge mit dem Fahrrad der Dardenne-Brüder mit der Einsamkeit des kleinen Cyril. Oder in Tomboy von Céline Sciamma. Und schließlich in Invictus, Unbezwungen, von Clint Eastwood. Der Sport als Symbol sozialer Ausgrenzung in Südafrika mit einem deutlichen Unterschied der Hautfarbe je nach Sportart. Gutbürgerlicher Rugby auf der einen Seite und bescheidenerer Fußball auf der anderen. Also gut, wir sind bei 45 Filmen. Also machen wir weiter mit denen, die kein Fußball spielen, sondern ihn verfolgen. Zum Beispiel im Radio wie Jean-Claude Brialy in Eine Frau ist eine Frau, den ein Spiel des Real Madrid mehr oder weniger interessiert. Aber auch in Die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder das Weltmeisterschaftsfinale von 1954 mit Deutschland gegen Ungarn am Ende des Films. Außerdem wird Fußball meistens im Fernsehen verfolgt, jedenfalls von Jacques Villeret als Fan von Auxerre in Diener für Spinner.
Oder von Javier Bardem und Liberto Rabal in Live Flash mit Haut und Haar, die sich für Atletico Madrid und José Luis Caminero begeistern. Dann ist da noch in Stephen Frears Fish and Chips die Übertragung im Fernsehen in der Kneipe für Cole Meany und seine Freunde, die Fans der irländischen Nationalmannschaft sind. Die Kneipenszene erinnert uns an Brot und Schokolade mit Nino Manfredi, der als italienischer Immigrant in der Schweiz keine Arbeit findet und versucht, sein Italienischsein zu verstecken und sich an die Umgebung anzupassen. Doch bei einem Spiel zwischen Italien und Deutschland kann eben keiner aus seiner Haut. Überdies werden im Film viele Weltmeisterschaften geschaut. In Allein zu zweit von Claude Lelouch wird das Frankreich-Argentinien-Spiel von 1978 gezeigt, was es Jacques Dutton erlaubt, nebenbei seine Tat zu verüben. Auch die Weltmeisterschaft von 1990 wird oft im Fernsehen verfolgt. So in Goodbye Lenin, das Halbfinale von Deutschland gegen England. Und schließlich wird die Weltmeisterschaft von 98 und das Finale von Frankreich gegen Brasilien sowohl von tibetischen Mönchen in Die Weltmeisterschaft geschaut, als auch in Neuilly-sur-Mer von Ramzi Bedia, der ein bisschen zu sehr Fan von Zinedine Zidane ist. Und auch vereitelte Fernsehübertragungen kommen im Film häufig vor. Von der rachsüchtigen Amélie in Die fabelhafte Welt der Amélie. Oder der Fußball ersetzt in letzter Minute ein heißes Video in Herzen von Alain René mit der Hilfe von André Dussolier und Isabelle Carré. Tu regardes quoi là? Là, je regarde. Je regarde foot. Le foot? Mais tu détestes? Ah, c'est ça, je disais. Was noch? Nun das Stadion mit seiner Stimmung und Energie, wie das Velodrom in Marseille, das Matt Damon in Stillwater gegen jeden Verdacht entdeckt. Aber auch die außergewöhnliche Stimmung des Bollard-Stadions in Lens, das Kadmirat in Willkommen bei den Stehs entdeckt. Die Stimmung im Stadion ist aber nicht immer positiv, wie Colin Firth und Ruth Gammel in Ballfieber feststellen, als sie einem Spiel von Arsenal in Highbury beiwohnen. Und manchmal bricht Gewalt aus. Auf dem Platz, mit einem Spiel, das eskaliert in Don Camillo und Pepone. Aber vor allem unter den Fans. Hier sind sie noch harmlos, jedenfalls am Anfang, mit Michel Soureau in Tod eines Schiedsrichters. Allez, Rico! Souf! Souf, ça fait du bien! Aber oft kommt es hart auf hart, vor allem in Das Leben ist ein Wunder von Emir Kusturica, als der Rasen überrannt wird. Und manchmal laufen die Dinge aus anderen Gründen aus dem Ruder, zum Beispiel wegen einer Epidemie in Goal of the Dead. Außerdem ist das Phänomen der Hooligans im Film recht gut dokumentiert. Mit hier in The 51st State Robert Carlyle als provokanter Liverpool-Fan, der eine Kneipe in Manchester aufmischt. Liverpool? To invite you to a little game of footy tomorrow afternoon. But I'm fucking fucked if you're pissing on a winning. Oder Gary Oldman in The Firm von Alan Clark, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Oder auch Elijah Wood in Hooligans unter Fans des Vereins von West Ham. Und manchmal können die Fans dem Spiel nicht beiwohnen. So zum Beispiel in Der Stau von Luigi Comencini, die Fans, die in einem gigantischen Stau stecken. Was sie aber nicht davon abhält, den Sieg ihrer Mannschaft gehörig zu feiern. In Offside, Frauen im Abseits, des Iraners Jafar Panahi, wird das weibliche Publikum aus dem Stadion ausgeschlossen. Was sie nicht davon abhält, trotzdem ihr Glück zu versuchen, indem sie ihre Haare verstecken. Das erinnert uns an Mustang und an dieses Spiel, das wiederum ausschließlich Frauen vorbehalten ist, nachdem beim vorherigen Spiel Auseinandersetzungen zwischen Hooligans aufgekommen waren. Beenden wir diesen Überblick mit den Trikots, die die Filmgeschichte durchziehen. Ein Trikot der französischen Nationalmannschaft von 84, das Yvan Attal kurz vor seiner Geiselnahme im Bus trägt in Entführung aus Liebe.
Oder ein Bayern-München-Trikot, das ein amerikanischer Tourist trägt, der ein Attentat im Zug verhindert in 1517 to Paris. Nennen wir auch Omar Sy mit seinem Senegal-Trikot in Heute bin ich Samba. Aber auch Sami Nasseri, der sich nicht von seinem Olympique Marseille-Trikot trennen kann in Taxi. Und nicht zu vergessen DJ Icarus in Berlin Calling, der in einem Kölner Trikot mischt. Aber auch das Trikot der Hibernian von Edinburgh, das ein von Scarlett Johansson betörter Fan in Under the Skin kurz trägt. Oder das brasilianische Trikot in Superbad mit einem Kopfstoß im Stil von Zidane zur Krönung. Kurz und gut, wenn man noch den Tischkicker in Confusion dazu nimmt und das Subuteo-Spiel in Ballfieber, den Spieler, der sich unter ein Theaterstück mischt in Ich bin ein Autarkist und den, der sich in den Erinnerungen des Erzählers einnistet in Providence. Nicht zu vergessen Fußball in der Kirche in La Mala Educación, schlechte Erziehung, und in Die Messe ist aus. Die Kinder in Die Teuflischen, die den Ball dahin schießen, wo er nicht hin soll. Und Pierre Richard in Das Spielzeug, der ebenfalls den Ball wegschießt. Dann den Ball, der Drogen enthält in Es geschieht Punkt 10. Und den Ball, der möglicherweise eine Bombe enthält in Der Marathonmann. Dann kann man sagen, dass Fußball im Film überall ist. Vor allem, wenn man auch die Überlebenden in 28 Wochen später nicht vergisst, die das Wembley-Stadion leer vorfinden. Und vor allem auch Ramzi Bedia, der das Stade de France leer vorfindet in Seul Tout. Und das alles hat uns mal wieder Lust auf ein Ranking gemacht. Und da wir bei 88 Filmen sind, geht es jetzt nicht mit einer Top 5 los, sondern ausnahmsweise mit der Top 7 der besten Szenen, die in irgendeiner Weise mit dem Fußball im Film zu tun haben. Jedenfalls für uns. Unsere Nummer 7. Beginnen wir mit Ken Loach. Der englische Filmemacher erwähnt in seinen Filmen oft Fußball. Zum Beispiel in Kes, das Spiel der Jugendlichen mit einem sehr böswilligen Trainer, Spieler und Schiedsrichter. Dann war da noch in Mein Name ist Joe Peter Mullen als Amateurtrainer bei ebenfalls lebhaften Fußballspielen. Und dann gab es natürlich Looking for Eric, den Ken Loach 2009 dreht, über diesen Briefträger, der ein Fan von Manchester United und genauer gesagt von Eric Cantona ist, sich an seine schönsten Erfolge erinnert und sich in seinem Zimmer seinem Poster anvertraut, bevor sich alles ändert. Have you ever done anything that you're ashamed of? Well, have you? Is that really you? Yeah. Say something in French then. Je suis Eric Cantona. Fucking hell, it is you. What the fuck, man? Wait till the fucking lads hear about this. They still fucking love you. Unsere Nummer 6. Wir bleiben in England mit Ganz oder gar nicht von Peter Cattaneo. Die angehenden Tänzer um Robert Carlyle schaffen es nicht, im Rhythmus zu bleiben, und die Anweisungen von Tom Wilkinson helfen auch nicht. Bis zum Augenblick, als die richtige Metapher gefunden wird. One, two, three. No, no, no. Jesus Christ! All I want to do is get you in a straight bloody line. What do I have to do? Well, it's the Arsenal offside trap, isn't it? You what? The Arsenal offside trap. Lomper here is Tony Adams, right? Any bugger looks like scoring. We all step forward in a line and wave our arms around like a fairy. Oh, well, that's easy.
Okay. Nathan. And one, two, three, four, go! Perfect. Perfect. Well, you should have said. Unsere Nummer 5. Der Fußball wird oft als homophober Sport beschrieben und tatsächlich findet man nur wenige Coming-outs in Filmen über den Fußball. Es gibt da dennoch Mario von Marcel Giesler, in dem die Spieler Mario und Leon eine Beziehung auf dem Sportplatz entwickeln, die dann in ihrem Zimmer konkreter wird. Hey, ich hör auf! Und dann ist da dieser Musikclip vom Anfang der 2000er Jahre der isländischen Band Sigur Rós. Ein Vater sieht sehr ungern, dass sein Sohn mit Puppen spielt und beschließt, ihn in einem Fußballverein anzumelden. Bei einem angespannten Spiel vor dem ganzen Dorf kommt es daraufhin zum Torschuss und einem spektakulären Coming-out. Unsere Nummer 4. Noch eine Liebesgeschichte mit Gott allein sieht mich von Bruno Podalides. Denis Podalides geht auf eine Party unter Freunden und hofft, Isabelle Candelier näher zu kommen. Dann wird im Fernsehen ein Europameisterschaftsspiel zwischen dem PSG und Celtic Glasgow ausgestrahlt und dabei ein originelles Spiel gespielt. Der Torkuss. Jedem Jungen wird ein Stürmer des PSG zugeteilt und er kriegt einen Kuss, wenn der Spieler ein Tor schießt. Denis Podalides hat Pech und bekommt den Ersatzspieler Pascal Numa. Bis zu dem Moment. Ah, mais me voilà, c'est moi. Ah. C'est moi. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Dis donc, un premier ballon, une première occasion. Il envoie les ballons, dis donc. Et ping. Voilà, rouge. Il est aussi en forme que le web. Mais pourquoi ils l'ont pas fait rentrer plus tôt s'il est aussi en forme aussi? Parce que là, il pète le feu, là. Là, tu pars. Et Numa. Oui, joli. C'est Numa. C'est Numa. C'est Numa. C'est Numa. C'est Numa. Le troisième. Unsere Nummer 3. Wir haben noch nicht von Diego Maradona gesprochen, also beheben wir jetzt diesen Missstand, denn das argentinische Genie kommt manchmal im Film vor. Ein Fan trägt sein Trikot in El Camino de San Diego von Carlos Sorin. Aber auch in Ewige Jugend von Paolo Sorrentino hat er einen Auftritt in Gestalt des Schauspielers Rolly Serrano. Und dann ist da 2008 der Dokumentarfilm Die Hand Gottes. Emir Kusturica trifft Diego Maradona. Mit einem Treffen der beiden und zwei Szenen, die uns besonders gut gefallen. Die schönsten Erfolge Maradonas zum God Save the Queen der Sex Pistols. Und schließlich die Begegnung auf der Straße mit dem Sänger Manu Chao. Und wir könnten schwören, dass am Ende ein paar Tränen hinter Maradonas Sonnenbrille fließen. Ja.
Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona. Perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, remátala, vamos ahí, esa, que llegó el maestro. Unsere Nummer 2. Wir erinnern uns, wie könnten wir das vergessen, an das imaginäre Tennisspiel am Ende von Michelangelo Antonionis Blow-Up. Nun, in einem dramatischeren Genre wäre da in Timbuktu von Abderrahman Sissako das fesselnde imaginäre Fußballspiel ohne Ball als Symbol des Widerstands gegen den Obskurantismus. Und schließlich unsere Nummer 1. Wir wollten diese Top 7 auf einer leichteren Note abschließen. Also natürlich mit »Damit ist die Sache für mich erledigt« von Jean-Jacques Annaud. Mit dem schicken Trikot, das Patrick de Vert trägt. Dem erbitterten Fußballspiel der beiden Mannschaften. Und schließlich der Halbzeit mit einer Vielzahl an Kultszenen. Die Ladenbesitzer der Stadt, die den Spielern im Fall eines Sieges das Blaue vom Himmel versprechen. Le premier qui marque, hein? Repas gratuit pendant un mois au penalty, hein, c'est d'accord? Jean Bouise als großzügiger Vorsitzender, oder fast. L'autre moitié si on gagne. Seulement si on gagne. Und schließlich die Hymne, die Pierre Bachelet komponiert hat. Und wir fragen uns, warum die FIFA sie nicht als offizielle Hymne der Weltmeisterschaft gewählt hat. La victoire au bout du quai. Nous vaincrons, nous serons.
seront les premiers.